Halli, hallo, Hallöchen, eine neue Runde Minecraft. Ah, wieder mal auf meinem unwahrscheinlich tollen, stabilen und wackeligen PC. Sehr schön, oder? Ja, wo machen wir weiter? Wir könnten jetzt weitermachen, hier das Ganze alles wegzubauen. Es ist ja auch noch viel zu klein. Seht ihr das? Es ist doch noch viel zu klein. Viel zu klein, viel zu klein. Oh mein Gott, wir müssen wegbauen. Oh, ich habe keinen Bock. Aber ich bin so gut wie nicht mehr verschnupft. Hey, das ist doch auch schon mal was. Boah, ey, Leute, ich sag's euch schrecklich. Ich hasse Schnupfen. Dafür habe ich heute Kopfweh. Mit Kopfweh aufnehmen, das ist witzig, vor allem weil Aufnehmen da auch nichts bringt. Deswegen geht's Kopfweh auch nicht weg. Ja, eine Runde Mitleid, bitte. Oh, oh, schlimm. Eieiei. Und schon jemand auf dem Oktoberfest gewesen? In München? Ja, nee, doch, nein. Ja, ich kann mir natürlich vorstellen, viele meiner Abonnenten kommen ja und auch Zuschauer kommen ja nicht aus Bayern, sondern ja, aus den allen möglichen anderen Erdteilen, hätte ich fast gesagt. Nee, Landesteilen Deutschlands, Österreichs und so weiter. Ja, und da wird es dann natürlich etwas schwierig mit dem Oktoberfest. Aber ich finde es echt heftig, was für ein Hype um so ein bisschen Volkfest entstanden ist. Ich meine, ja, es ist riesig, okay. Aber im Grunde genommen ist es nichts anderes als jedes andere Volkfest auch bei uns hier in der Gegend. Wobei ich da mal ganz ehrlich sagen muss, dass ich schon festgestellt habe, dass sich unsere, ja, Volkfestarten irgendwo unterscheiden. Denn ich kann mich erinnern, damals, als wir Abschlussfahrt hatten, ja, das ist ja schon ein paar Jahre her. Ich bin ja jetzt doch auch schon ein paar Jährchen aus der Schule raus. Also die Abschlussfahrt der Hauptschule. Ich hatte in den anderen Schulen keine Abschlussfahrten. Auf alle Fälle. Jetzt Katze, nein, nicht Laptop, bitte. Nicht. Bussi, weg. So. Oh, schlimm. Zurzeit, wenn ich am Tisch sitze, kommt immer meine Katze und will auf meinen Laptop steigen. Und wenn eine Aufnahme ist, ist es vielleicht nicht so dolle. Nee, und da waren wir. Boah, wo waren wir? Irgendwo Richtung Freiburg. Und die hatten so ein Dorffest. Also im Grunde genommen ein Zelt, wo Musik gespielt wurde. So wie auf dem Volkfest, nur ohne Schausteller. Also sprich, wirklich lediglich ein Zelt. Ja, was zu essen und zu trinken. Gut. Aber das wirkte alles so ein bisschen, ja, als hätte das Dorf das selbst arrangiert, also das Essen und das Trinken und so weiter. Wie auch immer, es spielt ja keine Rolle. Und wir natürlich, wie wir waren, jung und dumm, durften endlich mal ein bisschen Alkohol trinken. Die meisten waren ja schon 16, ganz, ganz wenige waren schon 18. Glaube ich, ich weiß es nicht mehr. So sehr habe ich mich mit dem Alter meiner Mitschüler nicht beschäftigt. Auf alle Fälle, naja, wir sind halt auf den Bänken rumgesprungen. Also wir sind draufgestanden, rumgeschunkelt und das ist halt das, was bei uns in Bayern eben irgendwo zur Volksfestkultur dazugehört. Das schien aber bei den anderen nicht so geläufig gewesen, also denen nicht so geläufig zu sein, weil die haben uns angeschaut, als kämen wir von fremden Planeten. Ja, das ist Stimmung. Auf die Bänke rauf und hoppla hopp. Finde ich dann schon krass. Ist das wirklich so, dass das dieses auf den Bänken draufstehen und schunkeln und rumhüpfen und rumklatschen und so weiter? Nein, nicht Tisch. Ist das bei euch oder bei als anderen Teilen Deutschlands nicht so verbreitet wie bei uns? Ey, du, wundert mich ein bisschen, aber okay. Dementsprechend kann ich mir natürlich vorstellen, wie ihr uns beäugt, wenn wir da auf den Bänken rumspringen. Auf alle Fälle war ich da, aber ich war auch nur da, weil ich nach München gefahren bin, um das Kubikon-Geschäft zu besuchen. Kubikon, was ist Kubikon? Ja, Zauberwürfel, sagt die meisten wahrscheinlich. Was ist so ein kleines Mitbringsel von der Gamescom? Also der Cube selber nicht, aber die Idee dahinter. Und ja, mein Partner und ich haben halt uns das jetzt angefangen und da sind wir nach München in so ein Geschäft und da kannst du alle ausprobieren und kannst du feststellen, welches sind wie und welches sind anders und ja, das war ganz nett. Und dann hinterher noch eine Runde Volkfest, bitte. Ja, ich war ja schon öfter auf Oktoberfest, sind ja in Anführungszeichen nur 150 Kilometer von mir. Aber Leute, ganz ehrlich, ich war dieses Jahr ein bisschen schockiert. Ich war das letzte Mal mit 16, glaube ich. Ich meine, da hat man ja doch noch etwas andere Augen. Und ich war zwar schon immer ein bisschen, naja, strenger, sage ich mal, mit den Verhaltensweisen wie manch andere. Aber diesmal habe ich es doch alles ein bisschen anders gesehen. Und wir saßen so auf einer Wiese und haben gecubed. Ja, wir hatten
den Cube halt erst seit einer Stunde oder seit zwei. Da sitzt man sich am Volkfest auf die Wiese im Cube. Was soll man sonst machen auf dem Oktoberfest? Also von daher keine Kommentare von wegen Nerd oder so, ne? Also das ist hier nicht. Es ist nix nerdig, auch wenn wir so von einem Bekannten bezeichnet werden. Aber der ist doch sicherlich auch nur neidisch, dass er das nicht kann. Ja, wo war ich? Auf alle Fälle, wir saßen halt da und cubten und neben uns, ja, lagen Leute und schliefen, torkelten, wie auch immer, was man so als sturzbetrunkener Mensch um 1:30 nachmittags so macht auf der Wiesen. Ich mein, gut, jedem das seine. Es ist halt mal nun mal kein Geheimnis, dass auf der Wiesen viele zum Teil am späten Vormittag schon besoffen sind. Mich würde es nicht wundern, wenn es auch schon Vormittag Besoffene gibt. Ich weiß nicht, wann die Zelte aufmachen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja, wie gesagt, nicht so der Wiesengänger. Okay, ich bin auch nicht unbedingt der Mensch, der sagt, hey, prima, du hast es geschafft, du bist besoffen, super. Nee, definitiv nicht. Ganz im Gegenteil. Aber bei Fremden bin ich halt doch mehr so der stille Beobachter und Wegschauer. Aber dass es da Leute gibt, die da hingehen mit der Kamera und diese Leute fotografieren, da frage ich mich, wo bitte bleibt der Anstand? Gibt es noch Leute, die sowas wie gute Kinderstube besitzen? Ich meine, hallo, man fotografiert nicht einfach wildfremde, betrunkene Menschen, außer man ist Reporter. Alter Schwede, nee, also ich muss sagen, da war ich ein bisschen schockiert. Ja, weil das gehört sich nun einfach mal nicht. Und wie gesagt, ich bin in mancher Beziehung vielleicht manchmal ein bisschen streng, was Verhaltensweisen angeht. Ich bin zwar nicht spießig und ich mache auch nicht immer all das, was man darf und was man sollte, aber in gewisser Hinsicht bin ich manchmal vielleicht doch ein bisschen streng. Und sowas geht mal gar nicht. Betrunkene Leute fotografieren? Ich meine, wie krank ist das denn? Es ist doch, boah, ey. Kommen die nur zum Volkfest, um diese Leute anzuschauen? Bäh, also könnt ihr mir Besseres vorstellen. Ja gut, nachdem dann irgendwann einer angetorkelt kam und der konnte wirklich nicht mehr gehen, der war jetzt unterm Gehen schon dreimal hingeflogen. So ein Fall nach dem Motto noch eine halbe und dann Notarzt. Sind wir danach aufgestanden und wollten gehen. Was ich aber super fand, der hat seine Zigaretten, zwei Zigaretten, Feuerzeug und 20er und einen Zehner verloren. Und dann kam eine junge Dame und die kam ganz, ganz schnell hingestürzt. Und da dachte ich mir, na, das kann es jetzt nicht sein, oder? Die steckt doch jetzt nicht wirklich das Geld ein. Nee, aber die hat es dem versucht zu geben. Das hat nicht so ganz funktioniert. Der, glaube ich, hat nicht realisiert, dass es sein Geld ist. Aber, okay. Nee, also, boah. Für dieses Jahr reicht mir das. Also ich weiß nicht. Oktoberfest, okay, vielleicht mal irgendwann mal unter einer Woche mal, wenn es mal wieder ist in den nächsten Jahren, aber samstags, bäh, nee, danke. Aber alleine für den Cube Shop war es es wirklich wert. So, jetzt dürft ihr aber wirklich bald genügend Fläche haben. Hoffe ich. Es nervt mich mittlerweile, ich sag's ganz ehrlich. Ey, das ist mein Kabel. Such dir ein eigenes Kabel, liebe Katze. Ja, jetzt, wenn das Ganze noch ein bisschen schneller gehen würde. Blub, 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 blub. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen in Monotonie verfallen. Wollen wir da mal eine Fackel machen? Da ist es ja finster hier. Geht ja mal gar nicht. Boah, ich bin zurzeit am Spekulieren. Ich weiß nicht, wievielte Folge ist es jetzt? Ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle kommt jetzt bald die Minecraft-Tunnel. Ich weiß nicht, soll ich was machen? Soll ich nichts machen? Okay, dann kann ich jetzt im Dunkeln zurücklaufen, hoffen, dass ich schlafen darf. Plop, 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 plop. Nee, ich weiß nicht, ob ich was Spezielles machen soll mit der Minecraft 100 oder nicht, oder doch, oder ja, oder nein. Hab ja schon spekuliert. Ich habe momentan drei Dinge im Kopf. Und ich weiß noch nicht, was ich davon umsetze. Am besten sage ich es nicht, weil hinterher wünscht ihr euch eins von den dreien, was ich im Moment eher weniger machen will oder machen kann oder machen tue. Nee, ich habe drei Dinge. Wobei das eine davon so läppisch ist, das darf man gar nicht als Special bezeichnen. Hat ja gar nichts mit Special zu tun. So, was willst du? Du solltest schon nachtreffen, wenn es dich schießt.
So. Und dann kommt ja der Zombie. Ba, 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 ba. Zombie, Zombie, Zombie. Ich hab Kopfweh, ich will doch. Ach, scheiße, ich bin zu Hause. Oh, was wollt ihr hier? Geht weg. Schleicht euch. Verpisst euch. Tschüssi. Muss man mal irgendwann mal einen Zaun rundum machen hier um das Dörfchen, weil Dorf darf sich das echt nicht nennen. Du triffst ja auch nicht. Boah, ich habe einen Creeper gesehen. Der kommt jetzt gleich in mein Dorf und zerbombt alles. Deswegen laufe ich jetzt mal lieber doch irgendwo hin, wo so ein Creeper nix. Ah, oh, das sind ja zwei! Oh, wer hat das angestellt? Da könnt ihr rauf, da könnt ihr jetzt schön Bumm machen. Yay! Perfekt! Kontrollierte Creeper-Sprengung, die erste. So. Ich spreng die immer, also denkt euch nichts dabei. Diejenigen, die mich noch nicht auf Creeperjagd gesehen haben, ich töte sie selten. Ich mache mir meistens gar nicht die Mühe, ein paar Schritte zurückzuspringen, nur damit sie mich nicht erwischen. Ich habe eine Rüstung an, das ist doch mir wurscht, ob's die zerreißt. Pfö. So. Und jetzt ins Bettchen. Zombies hauen auch schon wieder rum. So. Jetzt hör du's Klopfen auf. Verschleich dich. So. Kommt auch noch Sand rein. Wo waren jetzt da was? Nee. Da. Moment. Einmal ausgehustet. Ich hatte beim Holz, meine ich, zwei Kisten reingemacht. Drei Kisten sogar. Sehr schön. Wo baue ich denn die hin? Wenn ich jetzt hergehen würde und würde. Würde, würde. Würde, würde, würde. Würde, würde, würde. Baut man noch da eine hin, dann können wir da noch Stein rein basteln. Da, dra, 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 dra. Dra. Da, da. Und dann bauen wäre das da rein und du, egal, du kommst jetzt auch da rein. Wo war Holz? Ich hau's jetzt einfach da rein. Das ist zwar nicht die Holztruhe, aber egal. So, was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Ich muss weiter abbauen. Boah, ach so, jetzt habe ich, jetzt muss ich mal nach dem Eisen gucken. Fünf. Acht? Nee, ich meine, ich habe noch was beim Braten. Ich kann den Braten schon riechen. Nee, du bist clean. Du bist auch clean. Du bist Gold. Dann bist du Eisen. Falsch. Du bist Eisen. Yay! War dann. Ne, das war Fehlschlag. War dann Zombie draußen? Dorfbewohner. Ein Dorfbewohner. Hätte ja sein können, dass sich meine Dorfbewohner schon wieder Luft aufgelöst haben. Ich brauche Holz. Wo ist Holz? Da ist Holz. Yay! Ich habe das Holz gefunden. Rotterdam, ich habe das Holz gefunden. Rotterdam. Rotterdam in Rotterdam. Dam, dam, dam. Bam, 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 bam. Ich bin nicht gut drauf, ich bin nur sarkastisch. Nee, wie will ich sagen? Schadensmindernd. Ich habe halt geschimpft bekommen vom Chef. Gar nicht gut. Ich will gar nicht. Ich soll's lieber gar nicht. Sollte lieber gar nicht drüber reden. Vielleicht ist er ja einer meiner heimlichen Zuschauer. Nee, mit Sicherheit nicht. Da, da, er hat mir halt geschimpft. Ich war ein böses Mädchen. Na, nee, war teils berechtigt, teils meiner Meinung nach nicht. Seiner Meinung nach mit Sicherheit. Viele andere Leute Meinung mit Sicherheit auch berechtigt, aber er ist der Chef. Ich habe mich zu fügen. So ist es nun mal im echten Leben, oder? So, ich muss weiter basteln, aber ich sollte vielleicht dann vorher noch meine Kisten, meine Taschen räumen, weil das brauche ich nicht dabei. Und ich würde sagen, das da und das brauchen wir auch nicht dabei. Boah, ruckelt das schon wieder. Boah, schrecklich. Ja gut, im Dorf ist generell schlimmer. Die Knochen nehme ich immer absichtlich. Oh. Ich habe einen Bogen. Oh, Nita, ich komme. Ich hab dich gar nicht reingehen sehen. Nee. Jetzt weiß ich's nicht mehr. Was wollte ich Ihnen sagen? Ich muss auf Pause drücken und zuschauen. Genau, die Knochen habe ich dabei, falls ich Hundis treffe.
Ganz, ganz einfach. Falls ich Hundis treffe, ich Knochen hab. Nein. Ich hab einen Bogen. Das ist perfekt für den Nähter. Weil ich will doch auch nicht so einfach im Nähter auf Schwierigkeitsstufe einfach stellen, nur damit ich dann. Beziehungsweise Friedrich, ja, ich habe zu viel gecubed. Weil da gibt's ja die Friedrich-Methode. Nee, friedlich. Ich will nicht auf friedlich stellen, nur um im Nether nicht auf diese blöden Ghasts zu treffen. Aber da die ja immer da sind und die mit Pfeil und Bogen leichter zu treffen sind oder zu vernichten sind, das ist meine Haarsträhne, liebe Katze. Wäre so ein Bogen nicht schlecht. Und da ich letztens so doof war, einen Bogen zu craften, gesucht habe, wie es geht, es dann aber wieder vergessen habe und nicht Bock habe, nochmal zu suchen, es ist ganz cool, dass ich jetzt gerade einen gefunden habe. Einen Bogen. Juhu. So, jetzt schauen wir mal, wie viel wir denn jetzt hier überhaupt noch machen müssen. Ich glaube nicht, dass wir noch viel machen müssen. Da muss ich auch noch irgendwann mal fertig machen hier. So. Oh. Nein! Das machst du absichtlich, oder Creeper? Jetzt muss ich das schon wieder stopfen hier. Ja, aber diesmal mache ich es dann mit Cobblestone, weil dann würde das Ganze vielleicht bei der nächsten Sprengung etwas besser halten. So. Boah, ey, Creeper. Doofes Tier. Doofes Tier. Hey, nein. Das Katze das ist mein Mikrofon. Du nicht klauen. Ja, ich könnte vielleicht demnächst einmal reingehen, aber jetzt wäre ich sowieso fast reingefallen. Also wäre das mit mir reingehen, dann ja schon fast gar keine Frage mehr gewesen, sondern ein Befehl oder sowas. Na, nee, ja, was machst du denn da, du doofer Stein? Ja gut, das wird jetzt auch nicht viel gegen Creeper helfen, wenn ich da jetzt nur eine Lage hinbaue. Aber das ist mir jetzt egal, zumindest denke ich, dürfte es nicht so großflächig sein das nächste Mal. Kontrollierte Creeper-Sprengung mal anders. Ja, super. Okay, hier müssen wir definitiv noch ein bisschen was wegmachen, weil ich will nicht so viel von dem Wasser wegnehmen. Könnte ich jetzt zwar, will ich aber nicht. Deswegen machen wir hier auch noch etwas weg. Zwei Reihen, vielleicht auch drei Reihen mal gucken. Es wird mit Sicherheit auch da oben noch was weg müssen, aber das lässt sich mit Sicherheit dann viel, viel leichter bewerkstelligen, wenn ich schon einen Teil der Mauern hochgezogen habe. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, welche Baustoffe ich hier nehmen soll. Boah, das ist schrecklich. Ja, die Schaufel ist kaputt. Oh. So, haben wir auch noch Kies. Als ob wir Kies brauchen würden. Oh. Was sind das für Partikel, die ich da sehe? Nee, das sind keine Partikel. Das ist nur wieder irgend so ein blöder Bug. Nicht, dass da dahinter Wasser wartet auf mich. Das könnte ich jetzt gar nicht gebrauchen. Mein gut, so ein Wasserfall käme schon cool. Apropos Wasserfall, käme wirklich cool, da noch einen Wasserfall irgendwo reinzubringen. Oh, da wartet schon wieder ein Creeper oben. Ja, das wird eine schöne Baustelle. Ich habe mir ja überlegt, ob es den Sinn machen würde, jetzt einfach so, dass wir in Zukunft mit Minecraft zu handhaben, dass ich mir in jeder Folge ein Thema nehme und über dieses Thema diese Folge dann ein bisschen, also die Folge ein bisschen mit dem Thema ausschmücke. So wie die letzten zwei Folgen, wo es eben als eine Mal um Viren ging und das andere Mal um Fernsehserien. Genau, so heißt es. Ich dachte schon. Hey, dai. So. Wäre eigentlich eine Idee. Dann würde das Ganze nicht mehr so langweilig gestalten. Also nicht langweilig für mich, sondern langweilig für euch. Jetzt wird dann gleich ein Kommentar kommen. Es ist ja gar nicht langweilig. Doch, es ist zum Teil langweilig. Und widersprecht mir nicht. Ich bin eine Frau Moosbauer und eine Frau Moosbauer darf das. Genau. So. Rababam. Hauen wir das noch weg. Und dann würde ich sagen, ist diese Folge für heute zu Ende. Ihr werdet euch sicherlich, wenn ihr dieses Ruckern seht, zum Teil fragen, wann ich endlich mal wieder nicht mehr mit meinem PC aufnehme. Gute Frage, ich weiß es selbst noch nicht. Boah, schrecklich, oder? So.
Dann wollen wir da noch ein bisschen was wegmachen und dann ist hier auch schon mal mehr Platz. Der PC ruckelt sich gar nicht mehr aus hier. Soll er es halt bleiben lassen? Oh, es ist nicht schön. Ja, wir sehen uns oder hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Ups, was war das jetzt? Tschüss.